Einen wundervollen Donnerstagabend, Freunde, und damit ein herzliches Welcome, Welcome zu The Life of Splash Folge 73. Holy manoli. Die Zahl, wir stacken die. Ey, we stacking them. We stacking it. Ja? So wie Money Boy sein Geld stackt. Stacken wir The Life of Splash Tage. Wahnsinn. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben Besuch heute. Denn dem Mann meiner Mutter geht's leider nicht exzellent gerade. Da muss sich meine Mama ein bisschen mehr um ihn kümmern. Und deshalb haben wir diesen Teufel bekommen. Diesen tasmanischen Scheitan. What the fuck? What the fuck? What the hell? Girl, you wanna get out? Girl, wanna have fun? Girls, you just wanna have fun. Ooh, girls, just wanna have fun. Na los! Butter, 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 butter. Komm, lass uns gehen. Halt, komm. Halt. Komm. Psych! That's the wrong number! Freunde, bald geht's los ins Kino. Ich bin langsam auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe einen kleinen Sneak Peek dazu bekommen, wie es klingt. Klingt auf jeden Fall besser als das, was wir am Freitag dann aufgenommen haben. Wirklich keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Aber ja, wir konnten es leider auch nicht komplett alles perfekt fixen. Aber ja, it is what it is. Ich saß gestern Abend ja noch lange dran, habt ihr ja mitbekommen. Und ja, damit jetzt die Zeit auch ein bisschen schneller vergeht, wir haben 16 Uhr, zocke ich jetzt noch ein bisschen 2K mit Younes. Und ja, falls ihr es nicht wusstet, ich bin auf Twitch unterwegs, streame hier und da immer öfter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr an den Start kommt. Und dann geht's auch schon auf ins Kino. Holen wir meinen Bruder ab und treffen uns mit Mama in Neukölln am Kino. Hallihallo, welcome, welcome im Kino. Ich verteile hier gerade Bändchen, als ob ich der Bändchen-Master wäre. VIP gehört mir. Kommt in meine Loge. Einmal große Nachos. Ich glaube, es macht Sinn, trotzdem beide im Menü zu nehmen. Ja, okay. Am besten so ein großes trotzdem von beiden. Also einmal Popcorn groß, einmal Popcorn, Nachos groß und zwei große Getränke. Oder drei sogar. An dieser Stelle, lasst schon mal ein Abo auf dem Kanal da, like dieses Video. Ja. Drückt auf die Glocke. Daily 18 Uhr, live auf Splash. Splash! Ja. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Alles gut? Meine Mama wollte ich dir vorstellen auch. Und Dokan kennst du ja eh schon. Hallo, Fabian. Du bist der Fatima. Hallo, hi. Ja, ich bin. Hast du gehört von dem Trouble, den ihr da hattet? Ja, hast du mitbekommen? Ja. War tough, Alter. Ja. Aber ich habe gestern, letzte Nacht nochmal komplett durchgezogen halt, ne? War es halt krass, glaube ich, ne? Boah, ich hoffe, also zumindest haben wir es erstmal so hinbekommen, dass es gut sein wird, denke ich mal. Also das war fuck up. Wir waren 12 Stunden im Studio. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Auf einmal Montag meldet sich Sound Engineer komplett Schrott alles. Alle Aufnahmen Schrott. Und das, aber fast, also wir kriegen es hin. Es wird gut trotzdem. Ich hoffe, also ich habe. Das geht Gänsehaut auf jeden Fall. So gespannt. Ich werde direkt Feedback kriegen. Man hört es ja dann bei 500 Leuten. Gar keine Wahl. Wird schon ein bisschen weird für mich. Aber für dich ja auch. Du bist Spieler da. Also von daher. Gewöhnt man sich dran. Ja, ich krieg meistens auf dem Platz direkt das Feedback. Stark, stark, stark. Na gut, wir gehen mal hoch. Ja. Wir haben hier früher als kleines Kind Tarzan geguckt, Mama. Wie oft haben wir damals Tarzan geguckt hier? Bestimmt 4 Mal. Na, habe ich jedes Mal geweint? Ich habe jedes Mal geweint. Ne, mit Jane und so. Und ich habe meine Jane auch gefunden. Ja, Lotto. Hier sitzen halt jetzt eigentlich viele oben, die auch mitgewirkt haben zum Teil in der Folge auch. Das ist hier von Hertha TV, das ist generell Hertha auch, alle von Hertha. Und das alle so sind Fans eingestört, könnte man sagen. Das sind alles Herthaner, die sich einfach diese 6. Folge im Kino geben wollen. Weil der Monat war der beste Monat, den man seit langem erlebt hat. Die Genies, die hinter der Doku stecken. Alles gut, Jakob?
Schön, dass ihr da seid, Freunde. Da sind wir einfach mal schon wieder im Kino. Richtig, richtig cool. Also in diesem Sinne, ganz viel Spaß bei Episode 6. Diese Geschichte könnte von einem Wunder erzählen. Stadion zurückgewonnen, ja, die Kurve zurückgewonnen. Am Spiel Flutlicht, Knockout spielt im Olympiastadion. Deswegen an der Stelle auch nochmal. Vielen, vielen Dank an alle, die da mitgeholfen haben, gerade auch an unsere Doku-Boys natürlich. Ich bin zufrieden erstmal. Meine Mama und meine Frau haben immer positives Feedback gezeigt und das nehme ich dann erstmal. Schon witzig. War auch ein paar Mal lustig, ne? Das Ende war geil, oder? Und? Ey, war richtig geil, wirklich. Ja? War richtig lustig. War sehr gelacht. Das freut mich doch. Richtig geil, wirklich. Das freut mich. Das freut mich super. Ja, du kannst auch für dein Fotoalbum was haben. Markus, machen wir auch noch ein Foto zusammen? Da vorne. Hallo. Aber dahin gucken, ne? Ach so. Ja, war schon besser, war schon besser. Es war so schlimm, Mann. Was war schlimm? Der Hassel einfach dafür. Ach so, dieser, ja. Kopfschmerz gestern. Wenn Sie jetzt dieses Video weiterschauen, ist es auf eigene Gefahr. Sollten Sie fasten, viel Kraft, viel Energie. Guck nächste Mal. Oder wenn du isst, später guten Hunger dann. Was magst du doch immer? So, Freunde, wir sind back at home. Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bis überhaupt dieser Kinofilm stattgefunden hat. Ja. All den Stress, Freitag, alles drum und dran, bin ich also sehr, sehr dankbar, dass alles geklappt hat. Erstmal direkt ein dicker Kuss raus an die Gang von Silk Rock. Ja. Die haben das Ganze abgemischt nochmal und ready gemacht fürs Kino. Alles Hertana, alles sehr... Ja, wegen der Liebe, so sage ich mal. Ne? Also da dicker Kuss, auch jetzt, wo das am Freitag komplett schief gegangen ist, alles, saßen wir da gestern Abend noch dran, der hat noch bis 2 Uhr gearbeitet. Dann Riesenprops an die ganze Hertha-TV-Truppe. Also da denkst du ja, wenn du an Verein denkst oder an eine Doku denkst, da ist eine riesige Produktionsfirma dahinter. Das sind so 4 Leute, die mainly um ihr Leben hasseln und vampirartige Wesen sind. Die haben bestimmt in der letzten Woche eine Stunde gefühlt nur geschlafen, jeden Tag. Also Kuss auch an Hertha-TV. Macht richtig Spaß, das zuzugucken. War cool, dass ich da mal mitwirken konnte. Ja, dann mit dem ganzen Fuck-Up bin ich auch echt dankbar, dass das gut über die Bühne gegangen ist. Weil ich fand, es klang gut. Natürlich war es nicht perfekt, alles andere als perfekt auf jeden Fall, aber da haben wir jetzt nochmal Zeit, bis die YouTube-Variante rauskommt, nochmal ein bisschen was rauszuholen und vielleicht noch ein bisschen extra Spice hinzuzufügen, von ein bisschen Splash-Spice, ja. Für die, die im Kino waren, gerne mal Feedback dalassen, ja, die auch da waren, wie ihr das fandet. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns drauf, wenn das Ganze rauskommt. Danach habe ich mir noch ganz, ganz entspannt von allen Familienmitgliedern ein Feedback geholt. Wifi positives Feedback, Nuncio positives Feedback, der auch dabei war, meine Mama sehr positives Feedback, mein Bro auch positives Feedback, es hat den allen Spaß gemacht und natürlich auch sehr emotional, mehr oder weniger auch, muss ich sagen, selber, muss an viele Situationen heute im Leben einfach denken. Einmal vor knapp fünf Jahren habe ich meinen Job dann gekündigt bei der Firma, wo ich davor war. Und als wir den Job gekündigt haben, hatten wir noch mal so ein letztes Gespräch mit unserem Chef. Und da haben wir den halt so dann gesagt, dass wir aufhören wollen. Und ich war da schon gut dabei in der Firma, habe einen guten Job gemacht die letzten Jahre. Es kam also für ihn aus dem Nichts so. Und sein Tipp war damals, war ein Ehre halt. Er meinte so, ja, Sabri, also... Ich war auch 26 Mal, dann habe ich das gemacht, dann bin ich wieder bei meiner Mutter eingezogen, bla bla bla, überleg dir das und so weiter. Und dann meinte ich, das hört man, wir haben das sogar aufgenommen und dann hört man auch so, wie ich so sage, so,
ich werde die Arbeit, die ich in diese Firma reingesteckt habe, jetzt das erste Mal mich selber reinstecken und ich weiß, dass das was wird und so. Da brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Vielleicht werde ich es durchziehen und so. Und ja, einige Jahre später sitze ich im Kino mit meiner Mutter, mit meiner Familie, ohne die ich natürlich das niemals geschafft hätte, ohne den Support von denen auch ganz klar, auch ohne den Support von einem Niklas, der auch mit im Kino war heute, ja, der Rizlag von Dime Time, wisst ihr. Wifi war immer eine Stütze im Leben, dass man sich selbstständig machen konnte. Und dann habe ich einfach nur geträumt. Also lasst euch von Leuten, wenn ihr eure Ziele im Blick habt oder wenn ihr was erreichen wollt, lasst euch nicht runterkriegen. Vor allem, wenn ihr dran glaubt, habt keine Angst zu versagen. Ihr werdet versagen. Aber wer versagt und weiter durchzieht, der kann was bewegen. Und dann sitze ich heute iconic mit meiner Mama zusammen in dem Kino, wo wir damals, als ich 5 war oder so, immer Tarzan geguckt haben. Tarzan habe ich für 3 Mal im Kino geguckt. Mega cool. Richtiges Sidequest wieder abgehakt. Kuss nochmal an Fabi Rehse, der war am Start heute. Und Jojo, das war sehr cool. Die haben sich Zeit genommen, haben Fotos gemacht mit den Leuten. War natürlich auch der Main-Protagonist. Aber werdet ihr alles natürlich sehen, wenn es auf YouTube rauskommt. Dicker Kuss natürlich jetzt an letzter Stelle nochmal an Markus, der war auch am Start. Hat, einfach dort gearbeitet. Von daher, Riesenkuss an ihn auch. Supportet Hammer Graphics, lasst da einen Kuss da. Er macht wirklich Top-Vlogs, arbeitet mit Liebe an der Sache und ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe und er mich täglich bei dieser Arbeit supportet, die ich sehr liebe und wofür ich sehr dankbar bin. Na dann, gute Nacht. Das sind am Ende doch 5 Minuten geworden, Markus. Das ist der 2. Take und der wurde nicht viel, viel kürzer. Aber ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.